Servus Leute, ja und willkommen zurück. Ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ja, ich hatte ein bisschen viel um die Ohren, anderes im Kopf und naja, ich dachte, ja, jetzt zur Leipziger Buchmesse, da kann es ja wieder losgehen. Und ja, scheiße war es, keine Leipziger Buchmesse. Aber nichtsdestotrotz hat der gute Patrick Hertwig ein neues Buch veröffentlicht. Und zwar Tara und Tanny, verloren im Tal des Goldes. Ja, und wer mich vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass der liebe Patrick Hertwig auch eines meiner absoluten Highlights geschrieben hat, und zwar Maggie und die Stadt der Diebe. Von mir eines der höchst bewährtesten Bücher der letzten Jahre überhaupt. Das ist nicht nur ein Jahreshighlight damals gewesen, als ich das gelesen habe, also sondern ja, das ist mit eines der besten Bücher überhaupt, die ich ever gelesen habe. Deswegen war ich und bin ich immer noch tatsächlich am Überlegen, ob ich dieses Maggie und die Stadt der Bücher nicht sogar mit einem Over the Top bewerte, also mit 16 statt mit 15 Punkte. Das ist richtig heftig. Kommen wir zu Tara und Tanny, verloren im Tal des Goldes, das neueste Werk vom lieben Patrick. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Sierra Nevada 1856. Ja, cool. Mühsam kämpft sich Tanny durch die Wildnis. Sie muss ihrem Vater helfen, der von Kopfgeldjägern gejagt wird. Immerzu denkt sie an das Versprechen, das sie ihm gegeben hat. Sie muss es schaffen, nach San Francisco zu kommen. Noch ahnt sie nicht, dass dort in einem herrschaftlichen Anwesen Tara lebt, mit der sie ein besonderes Schicksal verbindet. Tja, die liebe Tanny lebt mit ihrem Vater zusammen in der Sierra Nevada. Also, ja, das ist so der Teil von den Rocky Mountains. Und da lebt sie zusammen mit ihrem Vater alleine, weil auf der Reise der Siedler, als ihre Mutter mit ihr schwanger war, da ist leider Gottes der Winter zu bald hereingebrochen und ihre Mutter ist eben nach der Geburt leider gestorben. Und jetzt machen sich anscheinend Kopfgeldjäger auf die Suche nach Tannys Vater und spüren den auf, spüren sie auf, beide. Nehmen ihren Vater auch gefangen. Kurz vorher, also sagen wir mal so, sie auf der Flucht werden sie getrennt und dann nimmt sie mal an, dass ihr Vater gefangen genommen wurde. Sie versucht dann noch zu fliehen und ein Teil der Kopfgeldjäger sind eben auch noch hinter ihr her. Aber kurz vorher hat ihr Vater ihr ein Versprechen abgenommen, dass sie zu einem bestimmten Mann in einem bestimmten Haus nach San Francisco fliehen soll. Denn der könnte ihr möglicherweise helfen, zu überleben oder beziehungsweise auch dabei helfen, vielleicht ihren Vater wieder frei zu bekommen.
so begibt sich Tanny auf eine wahnsinnige, aberwitzige Reise durch die Prärie und eben durch Kalifornien in Richtung San Francisco und kämpft da ums nackte Überleben in der Wildnis, hat ab und zu mal ein bisschen Hilfe, lernt einen Indianerjungen kennen, der ihr ein bisschen beisteht. Ja, und immer wieder wird die Geschichte von Tannys Flucht nach San Francisco unterbrochen durch die Schilderungen von Tara. Ja, denn Tara lebt in San Francisco in genau diesem herrschaftlichen Anwesen, zu dem Tanny fliehen soll. Ja, sie teilt das Schicksal mit ihr, dass ihre, also Taras Mutter, vor vielen Jahren bei ihrer Geburt oder nach ihrer Geburt eben verstorben ist. Und sie wächst bei ihrem Großvater auf, in so einem herrschaftlichen Anwesen. Und ihr Großvater ist reich und ist scheinbar sogar der ehemalige Gouverneur von Kalifornien. Ja, und dann, was die beiden Mädchen für ein Schicksal miteinander verbindet, da müsst ihr natürlich das Buch lesen. Das Buch ist der Hammer. Ja, das ist, ich meine, Patrick Hedwig, da legen hier Marsch, der kann echt schreiben. Das ist sprachlich wunderbar zu lesen, flüssig, aber nicht nur das, es liest sich so angenehm. Das ist nicht so, ne, so gewollt überkandidelt, sondern so richtig, wisst ihr, eben, ohne viel Schnörkel, wundervolle Sprache, sehr schön immer ausgewählt, ausgedrückt, spannend geschrieben. Du hast immer, also das wird nie irgendwie flach, wisst ihr? Du hast ja oftmals solche Geschichten, wo dann ja, wo sich das ein bisschen zieht, aber du wirst immer auf einem sehr, sehr hohen Spannungsniveau gehalten. Der Spannungsbogen ist immer gespannt, und ab und zu wird er eben auch dann eben durch die Erzählungen von Tara unterbrochen, wie sie dann bestimmte Begebenheiten in San Francisco schildert, und dann ja diese beiden Leben dieser beiden Mädchen sich langsam aber sicher miteinander zu verbinden scheinen, ja. Und das ist so wunderbar gekonnt, verstrickt miteinander, und wie sich die dann zum Schluss immer näher in so ihre Schicksale immer näher miteinander verbinden, bis dann eben und es gibt einen unglaublich coolen und geilen Showdown, bei dem du fängst, kennt ihr das, wenn er immer schneller lest, weil er immer schneller wissen wollt, wie es weitergeht, so du diese
dieser Sog, dieser Lesesog-Faktor ist zum Schluss extrem, also echt extrem. Und dann hast du, ja, hier, da ist er. Und dann hast du einen Epilog, das sehr kurz, aber boah, also das ist dann schon was zum tief, tief durchatmen danach. Hammer. Echt der Hammer. Ich kann nicht weniger als 15 Punkte dafür geben. Ich hau hier mal die maximalste Leseempfehlung raus, die ich nur irgendwie raushauen kann. Das ist klar, ist jetzt Geschichte für eher vielleicht das jüngere Publikum, aber du Leute, ich bin 43, mich hat die Geschichte hundertprozentig abgeholt und kein bisschen würde ich jetzt sagen, dass man das in meinem Alter jetzt nicht mehr lesen könnte oder irgendwie so. Es ist ein Buch für junge Leser und Leser bis ins hohe Alter. 100 Pro. Also, echt. Ich weiß nicht, also ich nehme es mal stark an, es wird wohl auch keinen zweiten Teil geben, wie leider auch bei Maggie und die Stadt der Diebe. Deswegen, Patrick, eine Bitte. Ich hätte hier gern einen zweiten Teil und hier auch. Ja? Weil zum einen, ich will, ohne Witz, ich will endlich mal wissen, wie es mit Maggie weitergeht. Und ich appelliere aus tiefstem Herzen an meine Leserseele. Ich will wissen, wie es mit den beiden Mädels weitergeht. Ohne Witz. Ich habe die so lieb gewonnen und ich muss wissen, wie es weitergeht. Schlicht und ergreifend. Ja? Diejenigen, die es gelesen haben, wissen, ja, warum das mir so sehr am Herzen liegt, dass ich erfahre, vor allem erfahre, wie es mit Tanny, mit dem Leben von Tanny weitergeht. Ja. 16, 15 Punkte. Ja, also ja, der Mann kann schreiben. Holt euch das und lest es. Das ist absoluter Hammer. In diesem Sinne, lest mal wieder was.